Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist in der Tat ein ebenso bekanntes wie ärgerliches Problem, das die Piratenfraktion in ihrem Antrag aufgreift. Diese Bis-zu-Tarife sind für viele Kunden und Kundinnen zu Recht ein Ärgernis. In diesem ganzen Bereich wirtschaftlicher Verbraucherschutz im digitalen Rahmen, finde ich, ist es durchaus sinnvoll, sich zunächst auch mal die Rolle der Beratungsangebote, die wir im Land haben, sich zu vergegenwärtigen, bevor wir auf die konkreten politischen Maßnahmen der letzten Jahre eingehen. Da will ich einfach noch mal hervorheben, welche wichtige Funktion den landesgeförderten Verbraucherzentralen dazukommen. Letztes Jahr, erinnern Sie sich an die Antwort auf die große Anfrage meiner Fraktion zum digitalen Verbraucherschutz, beeindruckende Zahlen, 360.000 Beratungen, 40% davon zum Bereich Telekommunikation. Ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir in einem digitalisierten Marktumfeld starke Beratungsinstitutionen haben. Und da sollten wir diese Arbeit anerkennen und auch es noch mal hervorheben, wie wichtig es war, dass wir mit der rot-grünen Landesregierung diesen wichtigen Player ausgebaut und gestärkt haben. Sie haben in Ihrem Antrag, liebe Kollegin Brandt, Transparenz angesprochen über die tatsächlichen Übertragungskapazitäten. Es geht in dieser Gesamtdiskussion natürlich auch um das Thema Übertragungsvolumina. Stichwort, wo Flatrate drin ist, muss auch, wo Flatrate draufsteht, muss auch Flatrate drin sein, so rum. Auch da gibt es genügend Aktivitäten, intensive Aktivitäten der Verbraucherschutzministerinnen und Minister aus den Ländern über die vergangenen Jahre. Der Vorsitzende der Fachministerkonferenz ist erst heute wieder damit mit diesem Thema rausgegangen. Und trotz der zahlreichen Versuche, trotz der zahlreichen Initiativen aus den Fachministerkonferenzen hat der Bundesjustizminister hier bisher nicht im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher gehandelt, auch wenn das dringend erforderlich wäre. Zu Ihrem eigentlichen Anliegen, da kann ich mich der Kollegin Blask gerne anschließen. Die hat das schon hervorgehoben. 10. Verbraucherschutzministerkonferenz am 16. Mai 2014, Rostock-Warnemünde. Es war Tagesordnungspunkt 32. Im Sammelband der Beschlüsse finden Sie das auf Seite 50 und 51 von 91. Da steht im Grunde genommen alles das drin, was Sie in Ihrem Antrag hier fordern. Aktuelle Informationen, Produktinformationsblatt, Down- und Uploadrate sowie Paketlaufzeit, Messtools und Sonderkündigungsrecht. Ich kann Ihnen den Beschluss gerne zur Verfügung stellen. Dieser Beschluss ist in 4 von 6 Ziffern einstimmig, in 2 Ziffern mit deutlicher 13-3-0 Mehrheit gefasst worden. Sie haben ein durchaus wichtiges, relevantes Thema aufgegriffen, aber Ihr Antrag ist einfach 1,5 Jahre zu spät. Er ist nicht mehr aktuell. Die Landesregierung hat die Initiative ergriffen, zu der die Piratenfraktion Sie heute auffordern möchte. Und damit ist der Antrag aus unserer Sicht auch obsolet. Herzlichen Dank.